Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Town of Salem mit Krian. Hallo. Und Giacomo. Hallöle. Wir spielen All Any. Hey, wir sind wieder alle Mafia. Nice. Und wir haben einen Negatron. Doch, bist du. Nein, bin ich nicht, du lügst. Doch, bist du, wir sind alle drei Mafia. Das sagt ich bin auch keine Mafia. Hey. Mayor. Kann es sein, dass wir keinen GF haben? Ja, du musst so töten, sorry. Okay, dann schnapp ich mir Lightning. Thunderbolt and Lightning, very, very frightening. Ich werde mal zum Lightning, ich hab Lust. Aber warum? Aus Spaß? Würde ich nicht machen, ich würde es nicht riskieren. Wieso nicht? Nachher hat er seinen Namen reingeschrieben. Auf Nobody höre ich nicht. Ich höre nur auf irgendwelche Personen, nicht auf Nobodies. Nee, das würde ich auch nicht hören. Ha! Ich hoffe, meine Kill-Note kommt durch. Nein, ich bin tot. Da, Krian, no. Warum denn nur? Oh, mal schauen. Bitte, bitte Kill-Note. LOL. Aber fuck. Das ist gut. Ist aber gut, dass Chester da ist, weil Chester lügen gerne. Lol. Das ist optimal. Jetzt steht bei mir Sherlock Chester und dass jemand anderes dadurch geframed wird. Das ist ganz okay. Kann ich mitleben. Wir werden sehen. Ups, Sheriff. Sheriff tot, wee! Woran war denn der gestorben? Ich hab's gerade übersehen. Ach ja, Veteran. Ja, wollte gerade sagen. Sehr schön, Tonys bringen sich gegenseitig um. Nice. Lol, wir haben zwei Disguiser, sehe ich gerade. Das heißt, Gauko könnte Dings sein. I guess Lightning is Disguiser or he was framed. Jesters don't usually write their names in their wills. What? Schreiben die den normalerweise echt nicht rein? Also ich mach das auch gerne, wenn ich Chester bin, irgendwelche Leute frame. Das macht eigentlich ganz groß Spaß. Jetzt muss ich überlegen. Das Dumme ist, der Disguiser wird als Chester angezeigt. Also könnte ich sagen, ich bin Chester. Wortwörtlich. Ja. Aber dann würdest du es ja jetzt nicht sagen. Du müsstest jetzt eigentlich sagen, ja, ich bin Disguiser, hängt mich. Ja, ist aber schwierig. Soll ich vielleicht einfach mal gucken, was passiert, wenn ich dich jetzt vote? Bisschen riskant, oder? Na, hat sie eh erledigt. Oha. Und deswegen disguise ich mich nicht. Am Anfang. Lol, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Jupp. Die kürzeste Episode ever. Tudum. Wie, wir nehmen das auf? Oh my gosh. Oh my god. Welcher Film war denn das? Das war Trolls oder so, ne? Keine Ahnung. Ich hab oh my gosh gesagt. Horseman geht ja ab. Transport hilft nicht bei der Rache vom Chester, oder? Nein. Nope. Na also. Und ja. Naja, das ging schnell. Das Gute ist, jetzt würden die Leute denken, Hands of Time ist Mafia. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das Schlechte ist, das bringt... Was hast du denn da Schönes? LOL, der Name. Hast du den. War das deine Death Animation oder seine? Nee, es war seine. Okay. Wie passend. Also, 14 ist anscheinend Jester. Upp, mein Handy geht ab wie ein Schnitzel.
Okay. I told him, don't do it, but no. Was soll ich denn machen? Mach mal einen Vorschlag. Soll ich mir Platypus holen? Ich hole mir Platypus. Willst. Hol dir mal den Platypus. Töte nobody. Wieso? Weil der blöd ist. Ich kann den nicht killen. Platypus was immune to your attack. Oder es wurde transportiert. Oder geheilt. Negatron ist tot. Oh mein Gott. Lol. Bad name, bro. Soll ich jetzt mal gemein sein und nobody wirklich töten? Kannst du doch gar nicht. Ist immer geil, wenn man hier im Studi-Chat gefragt wird, so in der Studierendengruppe in WhatsApp, was kann man vom Döner morgens noch kalt essen? Alles? Ja, das war halt auch mein Gedanke. Das Blöde ist, dass der Veteran schon ganz klar offensichtlich ist. Müsste der nicht sowieso sterben? Ja, das ist gut. Das ist geil. Was denn? Jacko. Der Jacko. I checked nobody. He is Mafia. Lol. Sau gut. I checked him. He is Exe. Geht ja gerade voll die Party ab. Oh, und Hands of Time lügt sich ja auch noch was zurecht. Hatten wir einen Tod durch SK? Nein. Okay, Azo maybe? Nein, bisher war Mafia, Veteran, gehängt, Vigilante, Bodyguard. Ich wollte mal mit, aber ich werde wahrscheinlich abstain. Ja, ist ja okay. Lol, jetzt klemmt er hier Medium. Was bringt das Medium? Nichts. Hier ist Mafia, trust me. Das ist ganz gut, lol. Weil damit ist nämlich der Jacko quasi safe. Außer der Sheriff untersucht dich dann trotzdem noch. Wurde ich geframed. Das ist möglich. Und ich kann von zwei Leuten schon sagen, was ich bin. Ich bin konsuliärisch, daher ist das die perfekte Rolle. Ich weiß. Oh! No! What the fuck? Ach, Slender Girl hat Inno gewotet. LOL! Jetzt springen sie alle auf den Jacko, ist ja geil. Andererseits ist das jetzt auch nicht ganz so schlecht. Dadurch ist Nobody sicher. Aber er hat halt eine eindeutig wichtige Rolle. Du musst halt jetzt dummerweise raussagen, wer welche Rolle hat. Du halt. Ja, eben. Problem ist, du als Concierge, als Investigator, den du halt quasi darstellst, weißt das gar nicht so sicher. Was meint ihr, soll ich Inno oder soll ich abstain? Gute Frage. Es ist so toll von Horst. Nobody überlebt es. Ja, natürlich lebt er jetzt. No. Und er wird halt gehängt. Das ist so krass. Karma. Ja. Ist traurig, aber wahr, aber dadurch lebt Nobody. Das ist richtig, ja. So geil, finde, wir haben ja einen Mafia drin, in Sarah Bishop, die halt überhaupt nichts macht. Was ist tot? Wobei natürlich auch. Es kann natürlich sein, dass einer das durchschaut, dass er hier einen Mafiosi decken will. Dann ist er auch tot. Ich versuche mich heute Nacht nochmal an Platypus. Die Platypussy. Warum nochmal? Ich habe ich letzte noch schon versucht. Ich würde auf den Bürgermeister gehen. Ja. Nee, ich denke, der wird heute Nacht nochmal gedeckt. Ja, von wem denn? Bodyguard ist tot. Also die Wahrscheinlichkeit, dass noch einer da ist, ist klein. Wir werden sehen. Wir haben noch einen Jester, wir haben einen Veteran. Oh nein, Nobody, du darfst dich doch nicht disguisen. Idiota. Ja, war schon wieder immun. Ja, surprise.
Was zur Hölle ist Platypus denn von der Rolle? Oh, guck mal. So, jetzt hast du es natürlich verkackt, jetzt kannst du den Bürgermeister nicht mehr töten. Suspicious wird da aber nicht stehen. Da wird stehen, dass ihn. Wir haben einen Doktor, ich wusste es. Das sagt er doch nur so. Ich bin mir doch relativ sicher, dass Platypus irgendwas Fieses sein muss. Keine Ahnung, SK oder so. Ja, jeder SK. Oder Echse. Mit könnte Platypus schreiben. Echse sein? Theoretisch, ja. Aber jeder Typ, der irgendwas zu verbergen hat, wird hier sagen, danke Doktor. Und kein Doktor wird sagen, gern geschehen. Natürlich nicht, sonst weiß man ja direkt, dass er Doc ist. Und Hands of Time zieht das echt durch mit seinen Invest. Ja, vor allem glauben die Leute ihm halt auch noch. Vielleicht wurde er wirklich transportiert. Und du hast jemand anderen beobachtet. Als ob. Jetzt fehlen sie auf jemand ganz anderen. Ist auch nett. Auch gut. Why not? Why not Zoidberg? Da labert Platypus aber Blödsinn. Es kann sein, dass er weiß, dass er mit Inno ist. Da können zum Beispiel stehen Jailer, Lookout oder Bodyguard. Jupp. Das ist ein dritter Chester, pass auf. Ach, die war blackmailed, wetten. Wir haben ja noch einen Blackmailer, ich vergaß. Cry hat geschrieben. Echt? Ah, Chester, ja. Lol. Haha. Geil, drei Chester im Spiel. Oder ich hab den gecheckt. Nice. Chester ist gar kein Chester. Ja, Sarah Bishop hat geliefert. What? This jetzt is stirbt sehr wahrscheinlich Nobody oder Hands of Time stirbt jetzt. Sarah Bishop war wahrscheinlich so AFK-mäßig am Spielen. Spiel gestartet und abgehauen. Vermutlich. Nee, Platypus lebt einfach so. Ich verstehe nicht, warum der Nobody sich disguisen will. Das war eine perfekte Reihe. Was ist eine blöde Idee? Ey, dass der Nobody sich disguisen. Der Typ wird reingeschrieben haben, dass er wer er ist. Gerade noch so gerettet. Nice. Schreib dir mal, der hat eigentlich den perfekten Dings, dadurch, dass ich gesagt habe, er ist Mafia. Lol, er ist trotzdem tot. Er war zu spät. Nee. Ah, deswegen. Sarah Bishop war Leaver. Das heißt also, ich bin jetzt der letzte Mafia, wie es ausschaut. Ja. Chester. Ja, aber das wird jetzt sehr wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube nicht, dass du das alleine reißen kannst. Nee, herzlichen kann Dank Alex aber nicht. Auch. Alex kriegt es nicht hin. Auf keinen Fall. Also wir würden es hinkriegen, aber der Alex, nee, glaube ich nicht. Kleingläubige. This amount of suicide. Der scheiß Bürgermeister. Cool. Der Horseman Day. Achso, ich wollte schon sagen. Die 6 gibt's auch nicht. Das ist saugut. Ah ja, läuft. Lol. Und das dann halt in einem All-Any. Das ist so, okay. Ich würde jetzt dem Bürgermeister sagen, ich bin Doktor und ich habe Party-Typus nie geheilt.
No. Horseman hat gegen mich gewertet, gewotet, gewertet, lol. Ja, und Hands of Time geht gegen den Bürgermeister, das ist eine geile Idee. Geil. Ich würde jetzt auf Hands of Time nehmen, weil er den Bürgermeister anwählt. Lol, ich wurde hochgewählt, nein. Scheiß Bürgermeister. Shit happens. Ich würde halt mal fragen, warum Hands of Time auf den Bürgermeister losgeht. Das klappt nicht. Sarah ist tot, wie soll denn... Kann gar nicht sein. Sie hat ja vorher schon geliebt. Und er schreit. No, goddammit. Ich hab doch gesagt, das klappt nicht. Was für mit so einer Übermacht verlieren? Keine Ahnung. Pech beispielsweise? Ja, und? Hab nicht gefragt, warum. Hab nur gesagt, dass wir mit so einer Übermacht verlieren. Der war echt gut. Ne, er war Echse. Er hat nicht gewonnen. Er hat doch gesagt, Echse. Und Hands of Time war Chester. Na, was? Drei Chester. Hast du doch gesagt, das war ja klar. Ja. Na gut. Machen wir noch eine? Wir haben noch 5 Minuten oder so. Ja, lass noch eine machen. Jo, geht weiter. Ladezeit. Einer geht noch Bein. Was wollen wir spielen? Custom. Okay. Krian, mach mal schneller. Hey, Custom. No. Ich musste gerade noch erzählen, Repick, dass da oben der Nick steht, der Nickname steht zum Anmelden für den höchstwahrscheinlichen Stream am Samstag. Nee. Repick mal lieber. Ich bin schon dabei, muss nur 10 Sekunden drin sein. Repick, yay. Wer ist Dingens? Krian, du bist ich. Dingens. Krians, mach mal was Cooles. Mach 5 Jets da rein. Und 10 Anarchisten. Mach mal 5 Chester und 5, wie heißen die Gegner umnieten? Ja, sonst machst du nicht. Wie wär's mit ein bisschen was Bunten hier? Komm. Seriously? Ja, ein bisschen was Buntes. Ich hab Lust. Das ist ja fast eine Rainbow-Runde. Rainbow. Habt ihr schon mal eine Rainbow gespielt? Nee. Nein. Und? Das ist lustig. Und? Gerepickt. Mm-mm. Wenn ich schneller noch bin nicht. Als die, könnte ich es noch schaffen. Los. Hau einfach nur All Annies rein. Für den Rest. Haha. Sehr schön. Restbock. Lol. Start drücken. Dabei. Jetzt nicht mehr. Wir sind nur noch 14. Jetzt Start. Giddy. Macht das irgendeinen Sinn, wenn ich da hab? 2, 4, 6, 7, Tauni. Das ist lustig. 4 Neutrals. Oh, stimmt, es ist nur ein Mafiosi. Das ist irgendwie Blödsinn. Oh. Goddammit. Repick. Ich hab gar nicht drauf geachtet, dass Mafia nur einer da ist. Repick! Na guck, Black Moon hier, einfach starten. Ich mag nicht Black Moon. Warum fängst du nicht an? Die letzten 3 hätte ich rausgenommen und dafür hätte er einfach Mafia reingemacht. Aber der Host war auch kacke, der das zusammengestellt hat hier rechts. Ja, auf jeden Fall. Und. Oh, kommt schon, ein Repick brauchen wir noch. Oh. Ich hab auch mal gerepickt. Yay. Grad weiter. Nein. Warum das ist voll das Rauschen im Hintergrund. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir liefen und machen nochmal eine neue Runde. Vielleicht ist dann ja nochmal einer von uns raus. Nee, passt doch hier. Nee. Natürlich. Start. Los geht's. Giddy. Du willst nur Host sein. Ja. Random oder Classic? Random.
Random. Entschuldigung. Och Mann, ich wollte denselben schreiben. Meine Maus hat gerade nicht mehr funktioniert. Na, oh, Krian, du bist Zufall, oder? Niemals. Yay. Ovo. Kann mal jemand Ovo Maltin in den Chat schreiben? Ich bin Spy. Ich bin Vigilante. Da ist einer schwarz. Wer ist denn da schwarz? Der Fuzzi hinter Colonel Custard. Das ist ein Zombie. Ein Zombie. Der ist eher grau. Ich bin mir relativ sicher, dass Olaf irgendwas Spammendes ist, so Jester oder so. You decide to wait a day before using your gun. Nein, das hab ich nicht. Veteran sein. Okay, Mafia schreibt gerade sehr interessante Sachen. Okay. Ich weiß, wer stirbt. Toll. Nur weil sie den Namen von denen schreiben, muss das nicht heißen, dass sie wirklich auf ihn losgehen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich den trotzdem den schnappen. Ich habe gerade irgendwie einen Laberfehler, ne? Gerade eben? Ja, irgendwie schon. Olaf ist tot. Das Gott ist jetzt wirklich Dank. Überraschend. Das hätte ich nie erwartet. SK. Und dann hat die Mafia anscheinend schon den SK gefunden. Oder Healed. Aber wobei, nee, haben wir gar nicht. War klar, dass er Chester ist. Eindeutig. Es ist sehr auffällig, du hast recht. Es gibt gar keinen Protect drin. Der hat ein paar Townies rausgenommen, oder? Kann sein. Alicia claims Survivor. Kasu auch. Na los, komm schon. Runde If I die, I will bring pie. Die können auch den Aso gefunden haben. Ja, also SK, irgendwas in der Richtung. Oder eine Echse. Ist wurscht, sie haben zwei Leute besucht. Eins davon. Muss irgendwas sein. Ich will schießen. Mach doch. Nein, nachher bringe ich noch jemand Unschuldigen um. Oh. Ja, es wäre schon fies, weißt du. Kommst einfach so rein, liegst da einmal im Bett, du zückst die Pumpgun und bläst dem das Hirn aus dem Kopf raus. Das okay, geht nicht. Ich weiß, wer Exe ist. Warum weißt du das? Weil er es jetzt gesagt hat. Und wer? Der Punkt ist nur, weil er es sagt, heißt das ja noch lange nichts. Der sieht ja auch nur, dass es das ist. Dass es, immun ist. Mafia tötet einfach nicht. Die haben keine Lust. Sie versuchen es zumindest. Haha! Hat doch gesagt. Ich weiß, wer Ex ist. Hui. Lol. Ja, aber woher wohl auch so konsolidiert? Richtig. Didüm. Und dem könnte ich jetzt mal eine Schießübung machen. Haha! Yep.
Wer ist denn Dean? Sieht hier irgendjemand einen Dean? Ah, 15. Dean Winchester. Und Colonel Custard ist SK. Okay. Also ich würde an eurer Stelle dem glauben, was Samuel da schreibt, von wegen High Exe. Ja, hat ja auch Oro geschrieben. Auf Colonel Custard. Wow. Das ist ja der absolute Vote Rage gerade hier. Durchaus. Irgendwie der passende Skin zur Rolle, ne? Ja, wird besser zu Azo passen. Ne? Ja. You're an idiot. English motherfucker, you speak it? Okay, ich bin gespannt. Wer noch? Nö. Aber Alicia geht mir auf den Sack. In der Tat. Jester confirmed. Ich werde sie mal anschießen. Und? Show me. Yay. Das war wirklich passend, der SAA so. Sag ich doch. So, up next. Alles klar, ich weiß, wer heute Nacht stirbt. Ich auch. Und wen killst du? Surprise! Surprise, Motherfucker. Dich, Alex. Du vermutlich bist nicht. Du bist doch eh vergingen. Meinst du? Denkst du, ich würde sowas Offensichtliches nehmen? Ja. Juhu, ich habe erfolgreich getötet. Alicia ist tot. Jetzt kommt's. Retri oder sowas. Oder, nee, noch besser mit. Ah, lol! Nicht der Einzige. Doppelkill. Ach, das bringt mich nicht mehr selber um. Lol, wie fail. Jetzt hätte ich gern jemanden im Death Chat sitzen. Es gibt ein paar, die im Death Chat sitzen. Oh, wir haben ja einen Emmy. Aber niemanden von uns. Wie von uns? Keiner von uns dreien ist tot, soweit ich weiß. Nope. Okay, ich weiß, wer böse ist. Jedenfalls denke ich mal, ich weiß, wer böse ist. Ich werde auch Kasu anschießen. Also wenn Hauptsache ich du die ganzen Survivor töten. Wenn ich du wäre, würde ich die Nummer 2 killen. Samuel. Richtig. Soll ich mitvoten? Ich werde nicht mitvoten. Okay. Ich habe ihm sogar geschrieben, er soll seine Weste anziehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich weiß jetzt auch, wer du bist. Okay. Mal schauen, was geschieht.
Also, wie es ausschaut, einer von den Muffs scheint das Geyser zu sein. Okay. Und ich bin tot. Das darfst du uns eigentlich gar nicht erzählen. Lol. Ja, okay, aber Kasu scheint echt Survivor zu sein. Multikill. Und Samuel war... Oh, oder jemand wurde transportiert. Ja. Ja, der Vollidiot. Lol. Transporter. Oh shit, ich hab was vergessen, fällt mir gerade ein. Lol, ups. Krian, was warst du eigentlich? Tot. Nee, was du warst. Da oder wer? Gleich. Ich war high. Haha, der Chester. Nein, Executioner. Und das war dummerweise so klar. Oh, doch nicht, cool. Was ich dachte jetzt gerade, dass mein Target natürlich Jailer wäre und mich deswegen dann explodieren kann. Hey, ja, der Jailer. Ich ja. War klar. Was soll es sonst sein? Was soll sonst mein Target sein? Entweder ist es Bürgermeister oder Jailer. Dass ich niemals mein Target gehängt bekomme. Ha, Jacko kratzt auch noch ab und dann sind wir alle wieder vollständig. Herr Lazimba. Wofür steht das überhaupt? Oder hast du einfach nur mal mit der Stirn auf deine Tastatur eingeschlagen? Ach, so heißt ein Gegenspieler in einem anderen Spiel. Na, lol. Oder was? Nee, Ingress. Das komische Rumgevote da. Ich mag das. Ich will was töten. Sam Winchester ist auch geil, dass dann Annie steht, checkt der 0, aber okay. Ich finde das viel geiler, wie die hier gerade im Deadshot abgehen. Ragen die gegen mich? Nee, Red can revive town members. Lol. Außerdem wird gerade Gandalf als GF verdächtigt von Leafeon und das ist total unterhaltsam. Daraufhin muss ich erstmal ein Eis essen. Der Survivor hat Innocent gewotet. Und Maple war... SK. Yay! Jetzt bin ich tot. Jetzt fehlen nur noch zwei Muffs. Irgendwie man muss ich sagen, dass es ist. Sowieso unmöglich. Das sind noch eine, realistisch sind noch eine investigative Rolle als Tauni. Das war's. Ja, Survivor ist egal, wer gewinnt. Ist halt sowieso irgendwie ein bisschen scheiße gelaufen. Die Zusammenstellung war ein bisschen blöd. Wer ist da nur drauf gekommen? Ja, wenn der andere die Townies Protection rausnimmt, was kann ich dafür? Nicht gerepickt werden. Ja, was heißt, die Zusammenstellung war blöd? Das heißt ja nicht, Town muss ja nicht gewinnen. Du musst ja nicht Town in Vorteil setzen. Yay, lol. Mal schauen, was die Andy-Rolle war.
Ich hab einfach mal reingeschrieben, Gandalf bist du evil. Abgesehen davon sind es eh drei Mafiosi. Es sind noch zwei. Drei. Der Eddie. Nein, der Amnesiac, der zum Mafiosi wurde. Richtig. Doch, stimmt. Also sind es drei. Von daher ist Schluss, weil der Survivor noch lebt. Wenn er wirklich einer ist. Nee, er ist tot. Nee, doch nicht. Kasu lebt ja noch. LOL. Einfach mal so, ne? Irgendwie muss man ja framen. LOL. Ja, Kasu war wirklich Survivor. Ja. Gut, ich tippe mal, das heißt, wir machen jetzt dann hier für heute Schluss, ne? Jo. Ciao, ciao. Gut, dann hoffen wir wie immer, dass euch die Episode gefallen hat. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, wir sehen euch nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer, von Krian und der Barcade. Bye, Leute. Ciao.